Herzlich willkommen bei Ultra Wrestling, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Themen Pro Wrestling, Sport und Unterhaltung. Nur hier gibt es die heißesten Hintergrundinformationen aus der Welt des Showgeschäfts und jede Menge Fakten aus der Industrie der Sterne. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den deutschen Pro-Wrestler Slinky. Willkommen, heute ist der 31. Januar 2023. Mein Name ist Slinky und ihr hört meinen Podcast Ultra Wrestling. Ja, dieser Podcast wird gesponsert von Saber. Saber ist eine dezentrale Tauschbörse für Stablecoins und ihr könnt euch gerne mal auf app.saber.io umschauen und genau da eure Stablecoins tauschen. Kryptowährungen sind ja jetzt ein Ding. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann guckt euch gerne die Videobeschreibung an. Dort findet ihr eine Wallet und da könnt ihr mir gerne ein paar Soul oder Saber hinschicken und dann wird die Produktionsqualität dieses Podcasts auch ein bisschen sich entwickeln. Ich hoffe zum Besseren. Und ja, genau. Mein heutiges Thema soll unter anderem die Psychologie im Pro-Wrestling sein und viele Menschen und auch viele Wrestler leider verstehen nichts davon. Deshalb möchte ich ein bisschen erläutern, was denn eigentlich Psychologie im professionellen Wrestling bedeutet. Ja, fangen wir einfach mal an mit dem Begriff Psychologie. Psychologie bedeutet auf Deutsch so viel wie Seelenkunde und da steckt ja schon ein riesiger religiöser Aspekt drin und am Anfang war das so, da haben Menschen an Gott geglaubt, an einer Seele und dann wollten sie natürlich auch nachweisen, dass diese Seele auch wirklich existiert und da gibt's die Geschichte davon, dass da ein Mensch zu Untersuchungszwecken, ein sterbender Mensch, in einen Sarg gepackt worden ist und in einen verschlossenen Raum und ja, dann wurde er gewogen und dann ist er verstorben und dann wurde der Leichnam kurz nach dem Versterben nochmal gewogen und da gab es halt einen Gewichtsunterschied und so hat man sich dann die Seele erklärt. Wir wissen aber heutzutage, dass da viel mehr dahinter steckt. Und dass dieses Messen auch nicht akkurat war, nicht akkurat sein konnte. Ja, Seelenkunde ist heutzutage oder Psychologie ist heutzutage eine empirische Wissenschaft und die befasst sich mit dem Verhalten des Menschen, mit der menschlichen Entwicklung, mit dem menschlichen Erleben und mit der Beeinflussung bzw. Veränderung dieser Aspekte, die ich gerade genannt habe, also dem Erleben, dem Verhalten und der Entwicklung des Menschen. Genau. Natürlich ist es jetzt keine komplette Definition, sondern es ist ein kurzer Abriss, was halt Psychologie ist und genau. Das ist die wissenschaftliche Psychologie. Aber was hat das mit Wrestling zu tun? Ja, im Wrestling gibt es halt zwei Arten von Menschen. Das sind einmal die Produzenten und die Konsumenten. Und die Konsumenten oder die Betrachter, die Zuschauer, die erleben halt Wrestling über verschiedene Medien, also einmal über, sie besuchen eine Show, kaufen sich dafür ein Ticket und sehen es live oder sie hören es im Radio oder sie sehen es im Fernsehen, sie lesen im Internet darüber oder sie lesen ein Buch. Da gibt's ja ganz verschiedene Medien, wie gesagt, und sie können ja auch zu einem Wrestling-Training gehen oder selbst auch im Ring stehen. Das sind die Konsumenten. Und dann gibt's aber die Produzenten. Den Begriff kann man natürlich jetzt falsch verstehen, aber die Wrestler, die im Ring sind und die wollen halt eine Geschichte erzählen, also einmal, dass der Konsument unterhalten wird, dass er sich aber auch entwickelt und deshalb greifen sie unter anderem auch
gesellschaftliche Themen auf und versuchen die zu vermitteln. Und es ist wie ein Traum eigentlich. Du hast da ein gesellschaftliches Problem oder gesellschaftliche Begebenheiten und das Wrestling oder die Simulation von diesem Problem kann halt helfen, dann tatsächlich im richtigen Leben dieses Konsumentens mit dem Problem besser umzugehen. Ja, das ist natürlich auch ein ideologischer Aspekt. Also wir können natürlich als Produzenten, als Wrestler, können wir die Menschen in unterschiedliche Richtungen bewegen. Das ist ein anderes Thema, glaube ich. Ja, also das heißt, da gibt's einen Betrachter oder einen Konsument und der hat eine eigene persönliche Entwicklung, der hat ein eigenes Verhalten und ein eigenes Erleben. Und als Pro-Wrestler sollte man halt, wenn man eine Geschichte vermitteln möchte, sollte man halt wissen, wie der Betrachter das erlebt, wie er sich verhält und wie seine Entwicklung ist oder wie seine Entwicklung sein könnte, genau. Und das heißt, Psychologie ist für uns wichtig, um ja etwas zu vermitteln, was auch immer. Also der Inhalt ist ja erstmal nicht wichtig, sondern dass wir halt den Zuschauer, den Betrachter halt unterhalten und dass wir etwas Nützliches ihm liefern für die eigene, also dem Zuschauer eigene Persönlichkeitsentwicklung. Im Film und Fernsehen, aber auch in der Musik oder in der Literatur werden große Aspekte von dem, was wir im Pro Wrestling Psychologie nennen, mit anderen Begriffen bezeichnet. Also beispielsweise wird oft das Wort Stilmittel verwendet, um eigentlich relativ das Gleiche zu beschreiben. Das ist halt wie so ein Negativabdruck oder das ist ein bisschen spiegelverkehrt. Wir denken immer, dass wir oder ganz, ganz viele Wrestler und auch Schauspieler, Musiker denken, dass sie aus ihrer Perspektive handeln müssten, beziehungsweise ihr eigenes Handeln, ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung, ihr eigenes Erleben sehen müssten, aber das ist nicht ganz richtig. Natürlich ist es auch wichtig, aber wir sollten uns halt als Pro-Wrestler spiegelverkehrt darauf konzentrieren, wie das der Zuschauer macht. Das ist auch das, wenn gesagt wird, genau, wir müssen uns nach dem Zuschauer richten. Das heißt nicht oder es gibt die widersprüchliche Aussage, dass wir uns nicht nach dem Zuschauer richten müssen. Das heißt nicht, dass wir uns von dem gegenwärtigen Verhalten des Zuschauers richten. Also wenn er uns ausbuht und wir sind eine ganz liebe Person im Ring, heißt es nicht, dass wir auf einmal ja, uns schlecht verhalten müssen, sondern wir diktieren halt aus seiner Perspektive heraus, wie er die Geschichte wahrzunehmen hat. Genau, also das kann manchmal widersprüchlich klingen, ist aber nicht widersprüchlich. Das heißt, genau, wir sind die Macher im Ring, wir erzählen halt die Geschichte und wenn wir gut darin sind, wird der Zuschauer oder der Konsument in dem Fall auch beeinflusst durch diese Geschichte. Und da ist auch eine Sache, die mich krass ärgert. Also es gibt halt sehr viele
Leute, die kommen ins Wrestling-Geschäft und denen wird etwas beigebracht von wirklich guten Lehrern und die lernen dann aber nichts über Psychologie. Also jetzt, sie lernen schon etwas, aber sie verstehen es nicht und gehen dann in den Ring und machen es nicht richtig. Also es gibt Menschen, die oder Wrestler, die sind schlecht beim Thema Psychologie, haben davon gehört, aber haben es einfach verdrängt. Und dann gibt es auch viele Wrestler, die haben halt keine professionelle Ausbildung erhalten und kennen dieses Thema einfach nicht. Und dann erzählen sie da Geschichten, und sie kennen vielleicht einzelne Stilmittel oder wie man etwas macht und reproduzieren das halt hohl, das heißt, ohne die wirkliche Bedeutung zu kennen und ja, oder vergessen da Sachen drin und dann wirkt natürlich die Geschichte nicht. Und da habe ich ein paar Beispiele. Genau, also ich kann euch gerne ein paar Beispiele nennen, wie man eine Geschichte gut erzählt oder was Logik bzw. Psychologie bedeutet, wie intensiv wir Pro-Wrestler auch darüber nachdenken und wie tatsächlich die, ja, wie unser Verhalten, unsere Persönlichkeitsentwicklung, wie das einfach funktioniert. Also Butter bei die Fische, seid ihr schon mal irgendwo eingebrochen? Also ich bin schon mal eingebrochen und boah, das war ein richtig kaltes Erlebnis. Also geht nicht im Winter auf zugefrorene Seen, das ist sehr gefährlich. Also testet vorher, wenn ihr da wirklich rauf wollt, wie dick das Eis ist. Das meine ich jetzt aber gar nicht, sondern tatsächlich meine ich den kriminellen Einbruch beispielsweise in ein Haus. Und genau, also es gibt ja nicht bloß Psychologie im wrestlerischen oder filmischen Bereich, sondern auch im Kriminalbereich, im kriminellen Bereich und da nennt man das Kriminalpsychologie. Genau, stellt euch mal vor, ihr seht oder ein Detektiv. Ein Ermittler kommt zu einem Tatort, zu einem Einbruch in ein Haus und er geht in dieses Haus und sieht da bloß einen Schreibtisch mit drei Schubladen, die übereinander angeordnet sind. Und diese Schubladen, die wurden halt von dem Einbrecher durchsucht und jetzt nur von diesen einen Indiz, also es gibt natürlich in so solchen Fällen mehrere Indizien und Spuren, aber nur von diesen einen Indiz, wie diese Schubladen geöffnet sind, sagt der Ermittler, der Kriminologe sagt, ja, ich habe das gerade gesehen, wie diese Schubladen geöffnet sind und das könnte sich um einen professionellen, bandenmäßigen Einbrecher handeln oder im anderen Fall, er sieht, wie die Schubladen geöffnet sind und er meint, ja, das ist ein Indiz dafür, dass es sich um einen zufälligen Einbruch handelt und natürlich würde das jetzt ein Kriminalist, würde das nicht sagen, weil das ist bloß ein Aspekt und ein Indiz, aber genau, die Frage ist, wie kommt der da drauf? Also drei geöffnete Schubladen und wie die Anordnung, wie die Schubladen geöffnet sind, ja, die sagen ja nicht viel aus, aber das stimmt nicht, sondern wir müssen uns mal so die Details überlegen. Ein Einbrecher, der geht halt, ja, also der bricht irgendwo ein und dann, was will er da? Will er sich da die Eier schaukeln oder eine Party feiern? Also das gibt es natürlich auch, dass es Einbrecher gibt, die eine Party in dem Haus feiern wollen, wo sie eingebrochen sind. Aber
Im Regelfall ist es so, dass ein Einbrecher, der will da nicht viel Zeit aufwenden, da wo er eingebrochen ist, sondern er will rein, will schnell Wertsachen suchen und raus, weil umso länger er sich aufhält in diesem Haus, wo er eingebrochen ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gefasst wird. Das heißt, ein professioneller Einbrecher, der will da relativ schnell rein, will dann schnell wieder raus, weil er nicht erwischt werden will. Und ein professioneller Einbrecher wird dann wahrscheinlich sehr viel schneller vorgehen als jemand, der da mal zufällig vorbeigeht und sieht, oh, krass, die Tür ist ja leicht aufzubrechen, gehe ich mal rein, guck, was drin ist so. Und jetzt bei der Schublade ist es so, dass die Schublade könnte ja beispielsweise der mittlere Teil könnte wenig auf, also die mittlere Schublade von diesen drei Schubladen, die übereinander angeordnet sind, da könnte der mittlere Teil wenig geöffnet sein und der obere Teil und der untere Teil viel geöffnet sein. Und da würde dann wahrscheinlich der Kriminalist sagen, das ist ein Indiz dafür, dass das ein Amateur war. Wenn jetzt aber die Schubladen etwa alle drei gleich viel geöffnet sind, also sagen wir zu drei Viertel etwa sind alle auf der gleichen Höhe geöffnet, dann würde der Kriminalist sagen, ja, das ist ein Indiz dafür, dass das eher ein professioneller Einbrecher war. Und ja, warum? Also ihr müsst euch vorstellen, der Unterschied zwischen professionell und jemand, der keine Ahnung davon hat, der das zum ersten Mal macht, ist halt, dass über die Jahre, wo ein professioneller Einbrecher das gemacht hat und schnell rein, schnell raus wollte, das klingt wie Poppen, da hat er sich natürlich Techniken angeeignet, wie er das schnell machen kann. Und die schnellste Weise, ein Schubfach zu öffnen, ist einfach von unten anzufangen. Das heißt, die unterste Schublade aufzumachen, reinzugucken, die mittlere dann aufzumachen, reinzugucken und die oberste aufzumachen, dann reinzugucken. So geht man ganz schnell durch diese Schubladen rauf. Also man macht keine überflüssigen Handgriffe und der Amateur, der wird wahrscheinlich, weiß nicht, die oberste aufmachen oder die mittlere. Gehen wir jetzt einfach mal von der mittleren Schublade auf. Der geht halt so, ohne sich groß auszukennen, an die mittlere Schublade. Und was muss er machen? Also er will ja auch die untere Schublade aufmachen. Er muss die mittlere wieder zuschieben, um die untere aufzumachen. Das heißt, er hat schon mal einen Handgriff mehr gemacht. Wir können ja mal durchzählen, wie das denn aussieht. Also der Profi unten 1, mittlere 2, obere 3. Das heißt, es sind drei Handgriffe. Der Amateur macht die mittlere auf 1, macht sie zu 2. Er macht die untere auf 3. Und dann er macht die oberste auf 4. Das heißt, das sind schon mal, sind es 25%? Ach, keine Ahnung, Prozent rechnen nicht meine Stärke. Genau, also er hat enorm viel Zeit verloren beim Öffnen dieser Schublade und diese Zeit, die hilft der Polizei. Also kann er sein Nachbar hat gesehen, wie da eingebrochen worden ist, ruft die Polizei. Und er hat dann bloß ein kleines Zeitfenster, um da ungeschoren wieder rauszukommen. Und dieses Zeitfenster fehlt ihm dann durch diesen einen Handgriff. Also das ist ja nicht bloß dieser eine Schrank mit den drei Schubladen, sondern da gibt es ja noch ganz viele andere Sachen. Und da gibt es dann ähnliche Tricks, wie ein professioneller Einbrecher Zeit spart. Genau, ja, und das ist Psychologie. Also wer ist denn jetzt da der Zuschauer und oder der Betrachter und wer ist der Agierende? Also in unserem Fall, wer ist der
Zuschauer, der eine Show besucht, und wer ist der Pro-Wrestler? Der Pro-Wrestler ist hier tatsächlich der Einbrecher, denn er gestaltet, was er dem Zuschauer zeigen möchte. Er gestaltet, bin ich denn jetzt ein professioneller Einbrecher und stelle ich das dar, oder bin ich ein Anfänger oder jemand, der das zufällig macht? Und der Zuschauer ist der Kriminalist, der tatsächlich dann sieht, was da gemacht worden ist. Genau, das ist ein Beispiel. Ich komme gleich mit einem zweiten Beispiel. Ja, mein zweites Beispiel hat mit Verkehr zu tun. Ich muss ja sagen, ich liebe Verkehr. Oh mein Gott, Poppen. ja, diesmal rede ich aber nicht von dem Verkehr, sondern von Straßenverkehr. Da gibt's auch das Thema der Psychologie, und zwar gibt's da die Verkehrspsychologie. Oh mein Gott, El Snow hat mich verdorben. Verdammt. El Snow erklärt übrigens sehr gut psychologische Aspekte. Auch Dr. Tom Pritchard erklärt gut psychologische Aspekte im professionellen Wrestling. Und es lohnt sich tatsächlich, Podcasts und Videos von Dr. Tom Pritchard und von El Snow zu schauen. Also die sind Meister ihres Handwerks, ihres Fachs, und die können es sehr gut erklären. Also wenn man nicht den Lehrer vor Ort hat, sondern beispielsweise ländlich wohnt, aber sich als, also Pro-Wrestler werden will, dann kann man sich da auch die Podcasts angucken und dann eine Menge Verständnis aufbauen. Ja, Verkehrspsychologie, schnelles rein und raus. Nein, natürlich nicht. Nehmen wir mal an, ihr fahrt Auto und auf der Landstraße, und da fahrt ihr die Landstraße entlang, und da kommt eine Kurve, und eine scharfe Kurve. Was seht ihr denn da? Also normalerweise seht ihr, dass es da eine Geschwindigkeitsreduzierung gibt. Also auf der Landstraße kann man 100 fahren, meistens dann vorher schon die Geschwindigkeit auf 80 reduziert durch ein Schild, was zeigt 80. Und dann vor der Kurve kommt dann halt dieses, vor dieser scharfen Kurve kommt dann halt dieses Schild, wo 50 draufsteht, weil da hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Leute da mit 100 oder manchmal auch mit einer höheren Geschwindigkeit durchgebrettert sind und dann einfach im Straßengraben gelandet sind oder fast im Straßengraben gelandet wären und dann halt rübergezogen haben und ein anderes Auto erwischt haben, weil sie halt dann die Spur verlassen haben. Ja, und bei diesen Unfallschwerpunkten, so eine scharfe Kurve, wird dann halt die Geschwindigkeit mit einem Verkehrsschild reduziert. Also von 80 ist dann ein Schild da, was sagt, jetzt darfst du bloß 50 fahren, maximal. Und um das nochmal zu verdeutlichen, ist auch ein Warnschild dann angebracht. Genau, da kommt eine scharfe Kurve, dann hat man ein zweites Schild. Aber was machen dann die Straßenmeistereien noch? Also die Straßenmeistereien, das sind die, die sich um die Straßen kümmern und auch um die Beschilderung. Und die sagen sich, ja, da sind so viele schwere Unfälle passiert, die führen da richtig Statistik drüber an dieser Stelle. Da machen wir mehr. Und zwar, ihr kennt auch diese Mittellinien, also die praktisch die Spur der Landstraße, die deine Spur auf der Landstraße von der Spur des Gegenverkehrs halt trennt. Also da gibt's so gestrichelte Linien, und die sind eigentlich so relativ gleich groß, und auch die Abstände zueinander sind gleich groß. Aber wenn das dann zu der scharfen Kurve kommt, dann werden auf einmal die diese Striche dieser Mittellinie werden halt viel kürzer, und die Abstände zwischen diesen Linien werden viel kürzer und meist immer mehr kürzer, und immer mehr die Abstände werden auch kürzer der Linien zueinander, umso mehr man sich dieser Kurve
Nähert, ja, und es ist einfach, also wenn du da deine gleichmäßige Geschwindigkeit fährst, dann nimmst du halt diese Mittellinie wahr und ganz unterbewusst, also nicht ganz unbewusst, also nicht, dass du das, du denkst dir da nicht, wow, jetzt wird die werden die Abstände kürzer und die Linien kürzer, da ist Gefahr, sondern ganz unbewusst nimmst du wahr, wow, ich bin viel zu schnell. Also ihr kennt es ja alles. Da sind, wenn man immer schneller wird, dann werden halt die Abstände, also es sieht dann so aus, als ob die Linien kleiner werden und die Abstände zueinander kleiner. Und das ist halt ein Trick. Das heißt, das gibt einmal das Optische, was wir bewusst wahrnehmen, also dieses Schild, was eine Geschwindigkeitsreduzierung darstellt, und normalerweise müssten wir das befolgen, aber diese Straßenmeistereien, die wissen halt, ja, viele Menschen befolgen halt nicht das Offensichtliche, also offensichtliche Hinweise, und da müssen wir nochmal speziell warnen, also dann etwas Spezielles noch draufsetzen. Das ist dann dieses Warnschild. Und dann wissen sie aber aus Erfahrung, die Straßenmeistereien, ja, das reicht nicht aus. Und das heißt, wir müssen dann noch unterschwellig diejenigen beeinflussen, halt nicht so viel an Geschwindigkeit zu haben, damit sie nicht von der Straße abkommen. Und hier ist ja auch, das Verhalten wird halt beschrieben der Menschen, da werden Statistiken gemacht und dann wird auf eine Verhaltens Änderungen halt versucht hinzuwirken, zu manipulieren, und das gar nicht mal in einer bösen Absicht. Also ich habe ja gesagt, dass es unterschiedliche Wege gibt. Also man könnte ja auch da 200 als, also da könnte man ja auch ein Schild mit Fahrt mal 200 machen, dann wäre das böse, dann würden wahrscheinlich da massenhaft Unfälle sein, aber das macht man nicht, weil man will halt auf eine positive Entwicklung des Betrachters hinwirken oder des Autofahrers in diesem Fall. Als man will halt nicht, dass Menschen verunglücken, ganz einfach. Genau. Genau, das ist jetzt das Sinnvolle. Also wir haben da wieder die Straßenmeistereien, die Produzenten sind, und dann die Autofahrer, die Konsumenten oder Zuschauer sind. Und die Straßenmeistereien wirken halt darauf hin, die Wahrnehmung, das Verhalten, das Erleben, genau, und auch die Persönlichkeitsentwicklung der Menschen zu beeinflussen. Genau. Was wäre denn falsch? Also ich habe ja schon ein Beispiel genannt, aber was wäre denn hier eine Geschichte, die nicht funktionieren würde? Also ich erzähle dir jetzt eine Geschichte und da funktioniert es nicht. Das wäre zum Beispiel, wenn man, also wie ich erwähnt hätte, dass man kein Warnschild aufstellt an einer gefährlichen Kurve zum Beispiel, würde ja keinen Sinn machen so. Also nicht für einen gesunden Menschenverstand, wenn da jemand auf das Wohl der Gesellschaft und das Wohl der Menschen hinwirkt, und würde er dann, ja, also das würde da auch keinen Sinn machen von, man kann da 80 vorher fahren und dann erhöhe ich mal die Geschwindigkeit auf 100. Das macht auch keinen Sinn. Und es würde auch keinen Sinn machen, da die also sublim was zu machen, was, also zum Beispiel, man macht die Abstände länger einfach von dieser Mittellinie, also die Striche der Mittellinie. Wenn man die länger macht und dann die gleich bleiben, die Abstände, wohin beeinflusst man dann den Betrachter? Also einfach gleich schnell zu fahren und dann gefährdet zu werden oder noch mehr gefährdet zu werden. Und das ist dann halt eine falsche Geschichte. Wir können natürlich auch, das ist jetzt natürlich die Variante
eines guten Menschen. Wir können natürlich auch einen bösen Menschen darstellen oder sein einfach und oder eine Straßenmeisterei. Da gibt es einen Terroristen oder in dem Fall würde es ein Krimineller sein, der halt sich daran erfreut, wie Menschen verunglücken und der könnte dann natürlich die Schilder verändern in eine nicht sinnige Weise. Und klar, das ist auch ein Mittel. Genau, Verkehr ist schon geil, oder? Also ich liebe krass Auto zu fahren. Ich habe da einen riesen Schaltknüppel. Ja, vielleicht komme ich noch mal mit einem Beispiel und zwar dann was mehr mit der Persönlichkeit zu tun hat von dem Produzenten beziehungsweise dem Wrestler. Vorher möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, diese Episode von Ultra Wrestling wird gesponsert von Saber. Saber ist eine dezentrale Tauschbörse für Stablecoins. Kryptowährungen werden ja immer mehr genutzt. Also eine gute Sache, geht auf deren Webseite. Sabers Webseite ist app.saber.io und tauscht da eure Kryptowährungen. Genau. Tauschen ist aber auch ein gutes Stichwort. Also, das ist ja so, dass viele Wrestler, die in den Ring gehen, ein neues Gimmick entwickeln, ihre Persönlichkeit praktisch tauschen. Also eigentlich ist es meistens so, dass die Persönlichkeit im Ring eine Übertreibung der eigenen Persönlichkeit oder Aspekte der eigenen Persönlichkeit sind. Aber da gibt es auch Dinge, die psychologisch interessant sind, wenn du etwas machst. Also eine total dumme Aufgabe wäre halt, stell dir mal vor, du bist ein Fisch. ja, Mann. Krass, also du bist ein Wrestler, der ein Fisch ist. Das klingt halt sehr abstrus und dumm und also ich würde ungern so eine Geschichte spielen, aber es gibt halt Promoter, die wollen, dass du ein Fisch machst und das, also wir brauchen uns dann nicht auf so eine Fantasieebene zu heben, sondern Wrestling sollte schon realistisch sein, weil wenn es unrealistisch ist, kann es auch sein, dass die Geschichten, die erzählt werden, einfach beim Zuschauer nicht ankommen. Und das heißt, ja, wenn du irgendwie Bullshit erzählt bekommst, dann gehst du halt nicht mehr zur nächsten Show. Und genau, deshalb ist es auch so gut zu wissen, wie die Zuschauer auf etwas reagieren, damit sie dann zur nächsten Show kommen. Ja, also Geld verdienen ist natürlich auch ein Aspekt, warum wir Wrestling machen. Oder das ist der Hauptaspekt auch. Genau. Ja, jetzt bin ich ein Fisch, um es realistisch zu machen. Jeder weiß natürlich, dass der Wrestler im Ring da kein Fisch ist, aber das ist halt ein Typ, der denkt, er wäre ein Fisch als aus unterschiedlichen Gründen. Genau, ja, jetzt gibt es aber verschiedene Weisen, das darzustellen. Und in Deutschland gab es zum Beispiel einen so einen Fisch und der wurde immer mit, also der wurde immer mit Wasser besprüht und das hat er sich wahrscheinlich abgeguckt von Hulk Hogan. Und immer wenn er mit Wasser besprüht worden ist, dann hat er halt so Größenkräfte entwickelt. Und ja, also das ist eine Betrachtungsweise. Also stell dir mal vor, du angelst einen Fisch. Du angelst einen Fisch und du legst ihn dann an die Luft und klar, also der ist dann schwach und wenn er aber wieder ins Wasser kommt, dann geht's ihm besser und dann ja, dann kommt er wieder zu Kräften so. Allerdings das alleine zu machen und das nur so sporadisch zu machen, das ist ja auch nicht. Also ja, okay, ist ein bisschen kreativ, aber ist jetzt auch nicht so tief. Genau. Was könnte man da noch machen? Also, das ist ja jetzt eine Aufgabe. Wie könnte man es noch darstellen, da seine Persönlichkeit?
Viele machen auch was über Verletzungen. Und ich hatte ja schon angesprochen, im letzten Podcast, dass ich einen Bänderriss hatte und habe das im Kontext zu Musik gesetzt. Jetzt könnte man aber auch beispielsweise die Verletzung eines Arschlochs im Kontext zu, dass man der ist, der am meisten arbeitet oder am härtesten arbeitet an einem Platz, dass er sich den Arsch aufgerissen hat, setzen. Und das ist halt auch ein Stilmittel, mit Verletzungen zu arbeiten. Also ich könnte sagen, ich habe mit einer Band zusammen ein Album aufgenommen. Genau, aber dann hat man sich gestritten um die Rechte. Ja, um die Musikrechte, und dann ist die Platte nicht rausgekommen. Dann hatte man, kann man auch vorher mit einfließen lassen, dass man Bandscheibenvorfall hat. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen flach so, aber manchmal sind Dinge auch flach. Manchmal sind sie tief, manchmal flach. Rein, raus, wie auch immer. Oh, verdammt. Ficken. Genau. Ja, jetzt haben wir aber die Aufgabe gestellt bekommen, wir müssen Fisch machen. Und jetzt hat man schon jahrelang gesehen, wie ein anderer Fisch bespritzt worden ist mit Wasser. Und man kann sich natürlich auch selbst mit Wasser bespritzen und da ein bisschen mehr Kräfte gewinnen. Aber gibt es da noch andere Aspekte? Genau, ein Aspekt könnte halt sein, oder ein Stilmittel könnte dann halt über Verletzungen gehen. Also stellt euch mal vor, ihr geht raus und denkt, ihr seid ein Fisch, und dann weiß nicht, das Hitze ganz groß, und dann ist es so, dass ja, ihr austrocknet einfach. Seid ihr schon mal durch die Wüste gegangen und habt, weiß nicht, die Sonne ist auf euren Kopf geschienen und ihr hattet nichts zu trinken. Durch die Wüste seid ihr wahrscheinlich noch nicht gegangen, oder die meisten von uns nicht. Ja, also ich kann euch sagen, was passiert. Also ihr werdet natürlich total Wasser suchen und werdet so hibbelig und könnt euch nicht mehr konzentrieren. Aber in aller Regel, also sind es körperliche Anzeichen, euer Mund wird trocken und dann passiert was, das ist super eklig, euer Gaumen wird anfangen anzuschwellen, und ich weiß nicht, ihr habt ja vom Gaumen dieses Bändchen, was da rausguckt hinten, und stellt euch mal vor, das ist doppelt so groß. Und tatsächlich, wenn man verdurstet in so einer Wüste, passiert es so. Das wird doppelt so groß. Alles im Rachen schwillt zusammen. Und also ich kann euch sagen, ihr könnt euch ja auch mal einen Finger im Hals stecken. Das fühlt sich so ungefähr an, wie wenn dieses Bändchen, wenn dieser Gaumen, der äußere Gaumen halt anschwillt. Dann muss man einfach kotzen so. Und viele von uns hatten bestimmt schon mal einen Hitzschlag und mussten dann auch kotzen. Und das ist halt auch eine gute Darstellung, um das Austrocknen oder um einen Fisch darzustellen, der jetzt am Land ist. Eine andere Darstellung, das könnte man sogar vorher machen, ist, wenn Fische im Meer schwimmen, so, dann die schwimmen da, und da schwimmt ganz viel Plastik rum. Also Umweltverschmutzung ist ja ein Thema. Die Verschmutzung der Weltmeere ist auch ein Thema. So, der könnte ja zum Beispiel, weiß nicht, wahrscheinlich würde er als Fisch eine Maske tragen. Vielleicht ist da irgendwas befestigt mit Klebestreifen. Oder ja, nehmen wir mal das Beispiel einfach mit den Klebestreifen, und beim Rauskommen verschluckte er diesen Klebestreifen. Das wäre halt eine, und würde da ersticken. Das wäre auch eine gute Geschichte zum Erzählen. Eine dritte Sache ist natürlich, Fische werden halt in Aquarien gehalten. Und jetzt ist es passiert in Berlin zum Beispiel, da ist einfach mal so ein Hotel um ein Aquarium, ein riesiges Aquarium gebaut worden. Und dann ist
einfach das Aquarium kaputt gegangen, explodiert und dann ist das Wasser rausgelaufen, volles Chaos. Es gibt ja auch Unfälle, Autounfälle oder man kann zum Beispiel mit dem Auto zu einer Show fahren und dann ist halt die Scheibe ein, also es gibt ja diese Verbrecher, die brechen in Autos ein und dann ja, kann die Scheibe des Autos eingeschlagen werden und das ist ja super interessant. So könnte man halt auch verschiedene Aspekte eines Fischdaseins in seine Persönlichkeit oder die dargestellte persönliche Entwicklung könnte man einfließen lassen. Beispielsweise Fische haben auch viele Kinder. Man könnte halt konstruieren, dass ein Wrestler viele Kinder hat oder besonders fruchtbar ist, keine Ahnung. Die legen doch immer so ganz viele Eier und dann spritzen sie ihr Sperma ins Wasser und dann von unterschiedlichen Fischen, die ihre Eier abgelegt haben, werden dann ganz, ganz viele und dann schwärmt das immer so und dann sind dann ganz, ganz viele kleine Fischchen da. Genau, das wäre ja auch ein Aspekt, einen Fisch zu beschreiben. Also ich kenne echt niemanden in der Welt des Wrestling. Christopher Daniels hat mal ein Hai gespielt, glaube ich. Ja, aber sonst, sowas habe ich noch nie gesehen und gehört, dass sowas gemacht wurde. Wäre mal total genial, finde ich. Aber da müsste auch schon jemand richtig Eier haben, um das zu machen. Und dann müssten auch Produzenten, also jetzt das wirkliche Wort von Produzent, man hat halt die Wrestler, die auf Ideen kommen. Aber da muss ein Promoter stehen, der sagt, ich kaufe mal jetzt einen Produzent und dieser Produzent, also man kauft ihn nicht, man stellt ihn ein und dieser Produzent achtet darauf, wie das aufgenommen wird, wie das verarbeitet wird, wie das den Zuschauern näher gebracht wird. Also wenn man das einfach so bei einer Show macht, die, weiß nicht, mit einer festen Kamera und einer mobilen Kamera aufgenommen wird, dann wird es sehr wahrscheinlich nicht rüberkommen, weil niemand weiß davon. Wenn der Produzent ist, also der Produzent geht dann halt zum Kommentator und der Kommentator kommentiert dann so, dass die Aufmerksamkeit der Zuschauer darauf gerichtet wird. Die anderen Wrestler, die müssen auch darüber aufgeklärt werden, dass es das gibt und wie gesagt, diese Aspekte müssen überhaupt mit der Kamera oder mit den Medien aufgenommen und verarbeitet werden. Das ist die Arbeit eines Produzenten, das zu machen und dann natürlich auch der wirtschaftliche Erfolg. Also der Produzent muss halt wissen, wie man das verwerten kann, dass ja, dass da der Promoter der halt, also dass der Geld verdient und dann natürlich auch der Wrestler Geld verdient. Alle müssen da Geld verdienen in dieser Promotion. Und ich sehe halt nicht, wo das gerade im europäischen Wrestling zumindest geschieht, dass man so komplex produziert. Also das ist ja auch voll die Seuche jetzt nach Corona vor allem Ding, aber auch schon davor, dass viele Wrestler halt das als Hobby machen und da gar keine Gage nehmen und ich habe da jetzt gerade auch eine Promotion vor mein Auge, die dann halt schicke Videos, sehr gut aussehende Videos produzieren, die aber sich in keinster Weise mit Psychologie oder wie man eine Geschichte erzählt, beschäftigen. Ja, und da sieht es in den USA beispielsweise ganz anders aus. Also da gibt's Leute, die können richtig gut Geschichten erzählen, das den Zuschauer ja, also die Zuschauer beeinflussen, in eine Richtung manipulieren, die sie wollen. Und beispielsweise Impact Wrestling macht das jetzt relativ gut. Aber
der Marktführer WWE, die können es richtig gut machen. Vince McMahon, Bruce Pritchard beispielsweise, also die dafür verantwortlich sind, wie sowas gestaltet wird. Die letzte WrestleMania war zum Beispiel ein großartiges Beispiel, wie Geschichten erzählt werden. Also ganz oft erzählt man halt eine Geschichte, man fängt an mit einer Problematik und stellt da eine Frage dazu und dann erzählt man eine lange Geschichte und am Ende kommt man wieder auf diese Problematik, auf diese Frage hinzu und gibt eine Antwort. Und was haben wir denn bei WrestleMania letztes Jahr gesehen? Also da gab es zwei WrestleManias und ich deute das jetzt mal an, ich analysiere das nicht ganz tief, ich deute es an. Am Anfang das erste Segment, also die wissen auch, wie die das produzieren können. Das kann ja nicht bloß, also diese Stilmittel werden nicht bloß eingesetzt mit, weiß nicht, ein Match, sondern die können auch über die Aneinanderreihung von Segmenten und Matches in einer Show oder über verschiedene aneinandergereihte Shows passieren. Aber beispielsweise auch im Kleinen ein einzelner Move oder ein einzelner Ablauf, also eine Reihe von Aktionen, können diese Stilmittel beinhalten so. Und das ist richtig cool so. Ja, und bei WrestleMania letzten Jahres war es halt als erstes hat halt jemand da seine Schuhe in den Ring gestellt. Er hat gesagt, ich beende meine Karriere. Und da hat man sich gefragt, oh Mann, wann kann ich den wiedersehen? Also, ja, wird er irgendwann mal wiederkommen? Das ist voll schade so. Und am Ende dieses ersten WrestleMania-Tags gab es dann tatsächlich eine Antwort drauf, in dem da jemand wiedergekommen ist, wo eigentlich gesagt worden ist, so, der wird nie wieder in den Ring steigen, also der ist körperlich so kaputt, dass es bei ihm nicht mehr funktioniert und der ist dann in den Ring gestiegen. Also es wurde wieder Hoffnung gemacht. Also die Frage war, kann denn Triple H jemals wieder in den Ring steigen? Er hatte da irgendeine Erkrankung, ich glaube mit dem Herzen. Und ist es denn möglich oder sehe ich ihn jetzt das letzte Mal? Und am Ende kam halt Stone Cold Steve Austin und hat ja gegen Vince McMahon im Main Event gestanden, ja. Und alles ist möglich, kam dann die Antwort drauf. Genau, beim zweiten Tag war es ein bisschen trickiger. Also da war im Main Event am Ende des Matches die Antwort war, dass ja eigentlich der Brock Lesnar angekündigt hatte, auf der Seite von Roman Reigns stand und gegen ja Roman Reigns hat da gegen Brock Lesnar gekämpft und ich glaube, Brock Lesnar wurde auch besiegt. Ja, wie kann man das zum Anfang? Der Anfang da hat RK-Bro oder so gewonnen in einem Tag Team Match. Also die sind rausgekommen, haben gewonnen. Haben sie gewonnen oder haben sie verloren? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber da war die Frage, kann RK-Bro gewinnen? Nehmen wir das jetzt mal ganz, also wie gesagt, ich erkläre das jetzt ganz flach. Ich habe auch nicht jetzt speziell auf WrestleMania geguckt vorher. Die Frage, gibt es da überhaupt einen Zusammenhang zwischen RK-Bro und diesen Hauptkampf Roman Reigns gegen Brock Lesnar? Weiß nicht. Also das könnte ein Wortspiel sein, RK-Bro, Brock Lesnar, und dass der ihn ankündigt mit Brock einfach auf der anderen Seite steht. Genau, ich kann da nicht in die Tiefe gehen. Ich habe das, wie gesagt, jetzt nicht analysiert, aber das sind so Muster, sagt man, Pattern, die darauf hinweisen, dass da der Zuschauer einfach in eine Fragestellung gebracht wird am Anfang und am Ende das
auf diese Fragestellung eine Antwort gibt. Das ist ganz klar. Es gibt viele verschiedene andere Stilmittel, die genutzt werden und wo man dann diese Muster sieht. Beim Film ist es halt zum Beispiel der Dreiakter und die darin vorkommende Heldenreise und im Wrestling ist es halt die Seven Steps, beziehungsweise dort ist es der Böse gegen den Guten. Ist halt, wie gesagt, bloß ein oder in diesem Fall zwei Stilmittel von Tausenden und wir versuchen ja auch in den Zuschauern Emotionen zu wecken und da gibt es ja auch hunderte Emotionen, ganz, ganz viele Emotionen gibt's. Und wir wollen halt nicht immer bloß an der einen kitzeln, sondern wollen alle bedienen. Und am Anfang lernen halt die Wrestler erstmal diese eine einzige dieses Grundstilmittel. Und erst wenn sie das beherrschen, gehen sie weiter. Aber viele gehen halt nicht weiter und machen dann das bloß und es wird langweilig. Genau, deshalb hat man auch bloß, dass an Yay und Buh gekitzelt wird, an gut und schlecht und gut und schlecht beschreibt Menschen, die sehr komplex sind, halt sehr schlecht und ja, wie auch immer. Also WrestleMania ist halt richtig krass gewesen, da gab es sehr viel Psychologie, das analysieren möchte ich nicht. Es gibt natürlich auch andere Sachen, wie halt auch, also die Mitwirkung der Fans wird halt auch, Bray Wyatt hat es jetzt gut gemacht mit seiner Storyline, dass er einfach das geschafft hat, die Zuschauer zu animieren, da seine Rätsel mitzuraten. Coole Sache und beim Royal Rumble der Frauen gab es sowas auch. Also da haben ja, wer hat da gewonnen? Ich hatte schon mal in einer Episode davon gesprochen, also dass ersten drei, die da gewonnen hatten, bei dem Royal Rumble, die Frauen, der Frauen, da hat halt erst eine mit den Anfangsbuchstaben A, dann eine mit den Anfangsbuchstaben B und dann eine mit den Anfangsbuchstaben C gewonnen. Und ABC hat man halt verbunden mit der Geschichte oder mit dem Tribut an eine ältere Wrestlerin, die halt ein Schulmädchen-Gimmick hatte. Genau, das war einfach da die Anspielung drauf. Man wollte eigentlich diesen Royal Rumble nach dieser Wrestlerin benennen, hat es dann aber nicht gemacht, weil es da Vorwürfe gab. Also dann gab es halt so ein Speaking Out und da soll es dann so wohl Vorwürfe gegen diese ehemalige Wrestlerin, die auch zwischenzeitlich verstorben ist, geben. Und da hat man dann nicht offen diesen Tribut gezollt, heißt das Tribut gezollt, hat man nicht offen darüber gesprochen, dass oder den Royal Rumble nach ihr benannt, sondern hat es dann einfach sein gelassen. Hat das Ganze aber sublim gemacht, weil was macht ein Schulmädchen? Das lernt halt das ABC. Das war ganz gut. Und dann habe ich darüber spekuliert, wer wohl den nächsten Royal Rumble der Frauen gewinnt. Und ich dachte tatsächlich, das wäre D, aber D ist super unkreativ. Also das ist dieses Langweilige und ja, an Kreativität muss man arbeiten, muss man ständig machen. Ich war unkreativ. WWE war natürlich da sehr viel mehr kreativ und sie haben eine Wrestlerin gewinnen lassen, mitten in der Pandemie, wo halt, und ABC kann etwas anderes bedeuten. ABC kennt man auch aus dem Militär oder aus dem Zivilschutz. Da werden atomare Gefahren, biologische Gefahren und chemische Gefahren halt behandelt. Und ja, ihr kennt vielleicht eine ABC-Einheit aus dem Militär, die halt sich vor diesen drei Sachen schützt. Und da hat man an vierter Stelle dann wieder jemanden mit dem Namen B oder also mit den Anfangsbuchstaben B genommen. Also ABC und dann ein B.
Wenn man Codewörter benutzt, dann ist es so, dass oder Verschlüsselung, dann ist es oft so, dass man am Anfang dieser Codephrase halt aufklärt, was das für ein Code ist. Also man schreibt dann halt beispielsweise, der Code ist ABC und danach kommt dieser Code, mir fällt jetzt kein Beispiel ein gerade, doch bei Binärzahlen macht man das beispielsweise. Da schreibt man halt eine hochgestellte 2 oder eine hochgestellte, bei Dezimalzahlen eine hochgestellte 10. Nein, das ist eine niedrig gestellte 10 oder 2, um das anzudeuten. Auch interessant, 1984, also 4 Finger oder 5 Finger und manchmal, also er sagt halt in diesem Folterraum, manchmal können es 4 Finger sein, manchmal sind es aber auch 5. Und an der Tür steht halt die Zahl 101. 101 als Binärzahl geschrieben ist halt die 5. Also eine 101 kann halt auch eine 5 sein. Das ist super interessant. Ja, wie zurück zum Royal Rumble der Frauen, da hat halt an 4. Stelle eine Frau gewonnen mit B. Und das war an den Hochzeiten der Pandemie. Und Pandemie ist halt eine biologische Gefahr. Jetzt hat man praktisch mit ABC auf den Code gedeutet oder die Anspielung, woher kommt das? Und also diese eine Wrestlerin, die ein Schulmädchen war. Und jetzt geht man da, hier ist eine biologische Gefahr. Und das krasse Militärjargon, die 4. Stelle oder die 4 ist auch gleichzeitig das Symbol für eine biologische Verseuchung, eine biologische Gefahr. Wenn Zombie-Apokalypse ist und ihr fliegt mit gesunden Leuten, mit einem Hubschrauber über eine Insel, auf der die Zombie-Apokalypse ist und da ist eine 4 mit Steinen auf dem Boden markiert, dann wisst ihr, das ist der Hinweis, fliegt nicht hierher oder fliegt bloß in Schutzanzügen hierher. Die Insel ist biologisch verseucht, da sind überall Zombies. Genau. Ja, jetzt kam aber dann auch danach was und die Leute, die sich sowas ausdenken, die müssen ja, krass, ja, was machen wir jetzt so? Und bei der nächsten Royal Rumble war halt einfach, ja, auf die Zahl 28 wurde sich da konzentriert und gleichzeitig gab es halt, also der Sohn, also ein biologischer Nachkomme des Promoters, der wollte da bestimmen und hat die Nummer 28 zugewiesen bekommen. Ja, wollte er aber nicht und dann wurde er auch irgendwie eliminiert und dann auch rausgeworfen aus der Firma und ich glaube beim Frauen Battle Royale, beim Frauen Royal Rumble hat dann auch die Nummer 28 gewonnen und ja, jetzt hat man hier wieder den Hinweis, da ist was geschehen, was halt diesmal nicht mit den Anfangsbuchstaben zu tun hat, aber mit der Biologie. Mit, da ist was nicht ganz, ja, irgendwas ist passiert, was halt mit dem Sohn des Promoters zu tun hat, ein biologischer Nachkomme. Und ja, aber wie mit der Zahl 28? Also wir haben jetzt ABC4 und dann die 28. Wie das, wie können wir das verbinden? Und jetzt ist es so, dass tatsächlich die Zahl 28, also wir können halt sagen, der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist XY und XX und jeder wird wissen, was damit gemeint ist. Man kann auch unterschiedliche Hormone oder so anführen bei den Unterschieden bei Mann und Frau, aber ja, was gibt's noch? Also Sonne und Mond ist zum Beispiel ein gutes Symbol. Also der Mann ist die Sonne, Frau Mond. Mond hat 28. Wow, und da kommen wir zu 28. Also Mond wird halt aufgeteilt in 28 Tagen und also der Mondzyklus und das hat sehr viel mit der
mit dem Zyklus der Frau zu tun. Also früher hat man das ja standardisiert, heute weiß man, dass es so ein bisschen abweichend ist. Genau. Und so kommt man halt auf die 28, auch in diesen Kontext, in den Kontext der biologischen Verseuchung. Genau, dann ein Jahr später muss es halt wieder weitergehen und was macht man da? Also da kommen immer mehr, also man hat ja gesehen, die ersten 3 Jahre wurde auf ABC aufgebaut und hat über Jahre halt das geplant und jetzt hat man auch wieder so diese, die WWE ist halt, sind diejenigen, die am meisten so Familienbande innerhalb der eigenen Firma haben. Also da gibt's halt sehr viele Wrestler, da haben schon die Väter oder Mütter früher gekämpft und auch die Großväter waren in dieser Firma und ja, dann kämpfen auch die Brüder oder die Ehefrauen und das wurde immer mehr mit Blutlinie thematisiert und mit Sohn und Vater zum Beispiel, beispielsweise bei Rey Mysterio und sein Sohn Dominik. Ja, und so hat man es weitergeführt und jetzt hat Rhea Ripley gewonnen und Ripley, der Name, der kommt ja aus, den, also wer hat ihn getragen? Also Ripley hieß einer aus Alien und Alien hat auch mit biologischer Verseuchung zu tun. Genau, das ist jetzt, ja, aber das hat auch mit Nachkommen und das hat mit einer Mutter zu tun, die ihr Junges schützt. Und tatsächlich ist es so, wenn man dieses Alien-Poster, wo dieser Xenomorph drauf ist, wenn man das schwärzen würde, also praktisch die Figur schwarz ausmalen würde. Alien ist auch ein Begriff aus der amerikanischen Kultur, wie man Migranten bezeichnet. Das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber dieses ausgemalte Poster würde halt aussehen wie eine Muslima. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen sagen, ja, die kommen da in unser Land und dürfen eigentlich nicht hier leben, weil sie, also manche kommen halt illegal auch rein und in dieses Land und dann haben sie da aber Kinder und so können sie drin bleiben, indem sie Kinder haben, dann werden die Kinder Amerikaner, also ich nehme jetzt die USA als Beispiel, werden die Kinder Amerikaner und dann kann auch die restliche Familie sich da entwickeln und alles wird schlimmer oder wie auch immer, wie die das argumentieren. Genau, und darum ging halt Alien auch. Also früher hat man auch diese Mars-Filme benutzt, um zu beschreiben die Konflikte den Kalten Krieg, also zwischen Russland und den USA und West und Ost. Also da gibt es sehr viele Beispiele, wo zum Beispiel es auch Aliens gibt, die einmal rot, also Marsianer gibt, die rot und weiß sind. Also eine Anspielung auf die russische Revolution, wo halt Weiße gegen rote Adlige gegen Kommunisten gekämpft haben, genau, und es gibt halt so viele Anspielungen in solchen Filmen drauf. Gremlins klingt halt sehr nach Kreml, also der Gremlins heißt nicht nach Kremlin, was halt Kreml auf Deutsch heißt. Da gibt es sehr viele Anspielungen und ich finde es sehr gut, dass sie Rhea Ripley gewonnen haben lassen oder dass Rhea Ripley gewonnen hat, weil das ist ein weiterer Verlauf dieser Geschichte, des Erklärens an den Zuschauer. Und jetzt ist aber nicht so, dass ich alles weiß, sondern ich spekuliere bloß und das ist halt auch eine Sache. Man möchte halt den Zuschauer animieren, über solche Dinge, über solche Rätsel, solche Manipulationen zu spekulieren und dann halt auch weiter zu spekulieren. Das ist halt das Tolle. Also
Als ich ein Fan war, habe ich solche Dinge geliebt. Also ich wollte ja auch ein bisschen so die Geheimnisse wissen. Ich kannte halt jeden Wrestler, wo er hergekommen ist, wie groß er war, was er für Titel gewonnen hat. Und ich wollte das alles erleben und alles wissen und genießen, ja. Und dazu fantasieren über das, was passieren könnte und so, das ist natürlich schön. Und die WWE hat das nicht nur geschafft, sublim Menschen zu beeinflussen, dass sie halt bestimmte Menschen, ja, oder bestimmte Emotionen haben, sondern oder dass sie auf eine bestimmte Weise zu reagieren, sondern die schaffen es auch, dass sie da halt die Leute am Fantasieren halten, am Kommunizieren über ihr Thema, über Wrestling und genau, also die Geschichte, die da gerade läuft, und dass sie das auch monetarisieren können dann. Ja, ich habe viel zu viel geredet. Ich will sicherlich noch mehr reden über Psychologie. Ja, das ist ein super interessantes Thema. Aber ich komme mal jetzt zum Schluss. Wie gesagt, habt viel Spaß mit professionellem Wrestling und habt euch mal wieder lieb. Wir hören uns. Bis bald.